Mit diesen 4 Tipps seid ihr gewappnet für den Händlerraum. Erster Tipp, vorab ein Ziel festlegen. Den Expertisenpreis mit dem Wunschpreis abgleichen, den dann gegebenenfalls auch etwas anpassen. Zweiter Tipp, seid auf Einwände unsererseits vorbereitet. Das heißt, wenn das Gemälde Macken hat, wenn die Kommode kleine Abplatzungen hat, sind das Dinge, die wir natürlich monieren, weil die uns auffallen und weil wir uns gegenseitig natürlich auch bestätigen und bestärken. Gebt dann doch vielleicht auch einfach wieder, was euch in der Expertise genannt wurde. Der dritte Tipp, nicht zu schnell aufgeben. Es lohnt sich oftmals noch mal am Ende nachzubohren und zu fragen, ob nicht vielleicht doch noch was geht. Und so kann man dann auch noch mal einen Euro rauskitzeln. Vierter Tipp, ihr müsst natürlich nicht bei uns verkaufen. Wenn in euren Augen die Gebote zu stark von der Expertise abweichen, dann habt ihr natürlich alle guten Gründe, das Objekt auch wieder mitzunehmen und es anderweitig zu verkaufen. Aber ich gebe eins mit auf den Weg. Hier sitzen 5 Händler mit insgesamt über 100 Jahren Verkaufserfahrung und wir wissen auch, was wir tun.